Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hoffe mal, bei euch ist alles fit soweit. Heute soll es wieder mal ein kleines, wie soll ich das jetzt erklären, einen kleinen, ich würde mal sagen, Teil 2 vom Garagenprojekt geben. Und da ist die Lübeck-Kieberei. Oh ja, ich liebe sie ja so hart. Und nämlich gab es ja da jetzt ein paar Neuigkeiten. Denn, wie ihr wisst, wollte ich eigentlich alles verfilmen, alles, was ich aufbaue, etc., alles, was ich kaufe, etc. Nur gab es da dann ein paar Probleme, beziehungsweise es gab ziemlich viele spontane Neuigkeiten. Das heißt, ich habe spontan den Transporter bekommen, das heißt, ich habe spontan alles gekauft, hatte spontan natürlich keine Kamera mit und spontan habe ich natürlich leider nichts gefilmt, sondern ich habe jetzt schon ein paar Sachen aufgebaut mit dem Kollegen und das heißt, die Garage ist fast fertig, aber ich habe bis jetzt noch nichts gefilmt. Ja. So ist momentan der Stand und wir fahren jetzt mal dorthin, dass ich euch mal den momentanen Stand zeige. Sie ist noch nicht ganz fertig, es kommen noch ein paar Sachen und da nehme ich dann einfach die Kamera mit. Denn, ja, ich sag so wie das Werkbank, dies, das, eben war der Transporter einfach geil und wenn ich da spontan einen bekomme, sage ich nicht nein. Genau, deswegen war das relativ spontan, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn ich dort bin. Und ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt noch ein paar Sachen, was jetzt in den nächsten 1 bis 2 Monaten noch passiert. Hier an die hintere Wand soll ein KTM-Plakat-Poster kommen. Denn hier hinten wird ja dann immer meine Duke stehen. Und vielleicht irgendwann, wenn ich eine Super Duke habe, auch meine Super Duke. Dann hier auf dieser Seite soll auch ein Plakat kommen. Habe ich mir halt gedacht, könnte auch geil passen. Weiß ich noch nicht, was da hinkommt. Und falls es ein bisschen wackelt, entschuldigt, ich habe gerade keinen Gimbal dabei. Hier unten wird der Kompressor hinkommen. Einfach aus dem Grund, ich werde mir in 1-2 Monaten ein Reifenmontiergerät gönnen und ja, dass ich dann auch selber Reifen wechseln kann. Willkommen zurück auf meiner Duke und jetzt schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie euch bis jetzt mal meine Garage gefällt und ab jetzt werde ich, denke ich mal, alles was Garagenthema ist auch verfilmen, denn wie gesagt, das war relativ alles spontan, konnte spontan den Transporter bekommen. Und ich würde sagen, ich beende hiermit jetzt auch das Video. Ich will das jetzt gar nicht mehr so in die Länge strecken. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg in die Tschechei und nach Deutschland. Ich werde ein paar RAW-Videos für den Winter aufnehmen. Ihr kennt's. Genau. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir unbedingt ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht und verpisst euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Peace, Leute.